Bei den Multihostern geht es gerade so richtig rund. Ich erkläre euch in diesem Video, was der Hintergrund des ganzen Dramas ist, welche Multihoster es getroffen hat und was das für dich bedeutet. Los geht's nach dem Intro. Die Frage, welche Multihoster hat es denn jetzt aktuell getroffen, die ist schnell beantwortet. Aktuell sind davon RealDeprit und AllDeprit betroffen. Und um was geht's genau? Naja, die beiden Dienste haben jetzt wohl festgestellt, dass ihre Dienste nicht nur, wie ich das beschrieben habe, für Backups und Urlaubsbilder verwendet werden, sondern es gibt tatsächlich Menschen, die diese Dienste nutzen, um urheberrechtsgeschützte Inhalte zu teilen. Und ich habe da auch einen kleinen Verdacht, warum das jetzt ausgerechnet die beiden getroffen hat. Das DMCA-Verfahren. Und genau das beschreibt jetzt auch RealDeprit. Diesem Verfahren haben die ganze Zeit auch angehangen. Die haben jetzt aber ein Feature wohl gehabt, das es ermöglicht hat, abzufragen, ob diese Datei schon bei RealDeprit in der Cloud liegt. So, wie funktioniert das Ganze? Naja, die haben, sagen wir mal, 1000 User und jeder von denen lädt irgendwo irgendwelche Torrents in deren Cloud hoch. Jetzt kommt ein zweiter User und fragt nach dem gleichen Torrent und dann kann RealDeprit sagen, ja, diesen Torrent habe ich schon bei mir liegen. Und statt dass der nochmal neu geladen wird, wird der bereits bestehende Torrent, den ein anderer Nutzer da ja auch abgelegt hat, zur Verfügung gestellt. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass nicht jeder Nutzer ein eigenes Verzeichnis hat und eigene Dateien verwaltet, sondern dass RealDeprit, schlau wie sie sind halt, Speicher sparen möchte und sagt, naja, wenn dieser eine Torrent hier geladen wird, dann müssen wir den ja auch nur einmal speichern und können den dann unseren anderen Nutzern instant zur Verfügung stellen, ohne dass der neu geladen werden muss. Das heißt aber auch, wenn einer dieser Torrents halt mal gemeldet wird, als dahinter verbirgt sich jetzt ein urheberrechtlich geschützter Film, an den ihr keine Rechte habt, dann müssten die instant alle Zugänge zu diesem Torrent sperren. Denn sie haben ja nicht verschiedene Kopien für die verschiedenen Nutzer irgendwie abgelegt. Also es hat nicht jeder Nutzer so sein privates eigenes Verzeichnis und die könnten halt immer sagen, wir gucken ja nicht rein, was unsere Nutzer machen, sondern im Gegenteil, die nutzen diese Möglichkeit für sich aus, um Speicher zu sparen und verteilen dann eben diese eine Datei an verschiedene Nutzer. Und ich denke, das ist denen jetzt auf die Füße gefallen, vermute ich mal. Und sie wurden jetzt halt dadurch von der französischen Filmindustrie unter Druck gesetzt. Ich habe jetzt keine Insights in das ganze Thema. Ich weiß nicht, wie die früher mit diesen DMCA-Requests umgegangen sind. Und sie schreiben ja auch, wir haben ja auch schon Torrents geblockt. Aber wie ich die Musikindustrie und die Filmindustrie kenne, sind die da so stark hinterher, das Torrent-Feature wäre, glaube ich, unnutzbar gewesen. Also ich spekuliere jetzt mal. Vielleicht hat man da eine DMCA-Anfrage geschickt und hat gesagt, ja guck mal, der Film da, der ist uns aufgefallen. Und dann haben die den nur auf Nutzerbasis gesperrt. Vielleicht bei dem Nutzer, wo es aufgefallen ist und haben die gleiche Datei, aber anderen Nutzern noch zur Verfügung gestellt. Das war, glaube ich, auch bei Mega Upload mal das Problem. Bei irgendeinem One-Click-Hoster war das ein ähnliches Verfahren, dass man quasi die ein und dieselbe Datei unter verschiedenen Links rausgegeben hat und dann immer nur diesen einen Link gesperrt hat, statt die ganze Datei zu löschen. Wenn meine Theorie jetzt stimmt, das würde so ein bisschen die ganzen Maßnahmen erklären, die RealDeprit jetzt ergreifen will. Ich würde die mal mit euch durchgehen und dann würde ich dazu kurz was kommentieren. Also sie berufen sich jetzt auf eine Counterfeit and Piracy Watchlist von der EU. Die habe ich auch gefunden, aber das ist eigentlich eher so eine Liste, die ganz generell beschreibt, wie so der Zustand ist. Ich habe da jetzt nicht drauf gefunden, dass da einzelne Dateien draufstehen und auch Copilot konnte mir das nicht sagen. Und es gibt auch diese USTR Blacklist. Also ich habe jetzt nicht gefunden, dass da wirklich irgendwie ein Hash zu finden wäre, so die Datei musst du sperren. Also ich mag mich da täuschen, aber eigentlich sind da nur Multihoster im Speziellen beschrieben. Das sind wirklich RapidGator zum Beispiel oder Octobox mal erwähnt, aber mehr habe ich jetzt nicht gelesen. Ich habe aber auch nicht so im Detail jetzt recherchiert. Ich finde hier nur die Formulierung komisch, weil sie halt sagen, dass die Dateien, die auf diesen Listen stehen, blockiert werden. Natürlich kann es sein, dass es irgendwo globale Listen gibt und vielleicht referenzieren die da auch irgendwie drauf und ich habe es jetzt verpennt. Aber klar, die sperren jetzt Listen. Das Resultat ist eben, dass sie jetzt also sich auf Listen berufen und schon im Voraus Dateien sperren und erst nicht dann, wenn sie gemeldet werden. Den nächsten Punkt finde ich ein bisschen bedenklich.
Jetzt möchte man auch noch Dateien anhand des Namens filtern. Und das ist natürlich ein bisschen verrückt, weil wenn man anhand von einem Hash filtern würde, dann hat man eine sehr hohe Sicherheit, dass es sich genau um diese Datei handelt. Wenn man jetzt am Namen filtert, hat man einfach sehr viele Fehlerquellen, die sich einschleichen können. Ich kann ja auch mein Backup nach irgendeinem Film nennen zum Beispiel und dann würden die das löschen. Das wäre natürlich nicht so schön. Und für die schon gespeicherten Dateien gilt, die werden jetzt geprüft, ob sie unter diese Kriterien fallen und die werden dann entsprechend gelöscht. Jetzt kommt dieser Punkt, warum ich denke, dass meine Theorie stimmen könnte. Sie sagen hier, the deactivation of the API endpoint instant availability. Das ist nämlich genau die Abfrage, die man über deren Schnittstelle machen konnte. Ist diese Datei schon verfügbar? Und wenn das mit Ja beantwortet wurde, dann musste die Datei nicht extra runtergeladen werden, sondern die bestehende Datei, die eben schon auf Real Debrid Servern lag, wurde verwendet. Und das könnte denen jetzt das Genick gebrochen haben. Davon gehe ich einfach mal aus. Der nächste Punkt klingt für mich etwas esoterisch, denn da sagen sie, gefälschte Kodi- oder Streamio-Applikationen wollen sie blockieren. Was ist damit gemeint? Naja, man kann halt mit Mediaplayern wie Kodi oder Streamio Add-ons installieren. Und jetzt gibt es Add-ons, die greifen eben auf Real Debrid zu. Und das Add-on ist deshalb aber nicht gefälscht unbedingt. Was die vielleicht damit meinen ist, dass es halt Add-ons gibt, die hauptsächlich zu dem Zweck genutzt werden, Urheberrechtsverletzungen zu begehen. Das könnte ich mir vorstellen. Und da wurde ja auch ihr Feature ausgenutzt, dass man eben sehen konnte, ob die Torrents verfügbar sind. Und entsprechend wurden die dann direkt gestreamt. Und da versuchen sie jetzt wahrscheinlich auch einen Riegel vorzuschieben. Wobei ich sagen würde, was hat jetzt so ein Kodi-Add-on, das bei euch zugreift, irgendwie, das benutzt ja der Nutzer so. Also der Nutzer sagt ja, ich möchte jetzt diesen Film sehen. Das ist ja nicht inhärent ein Problem. Selbstverständlich kann ich auch Filme schauen, die völlig legal sind zu schauen, wie zum Beispiel Big Bug Bunny oder Sintel oder eben meine Urlaubsvideos. Das würde ja auch gehen. Aber sie blockieren jetzt hier diese sogenannten gefälschten Add-ons. Und was hat das Ganze jetzt mit All Debrid zu tun? Naja, All Debrid ist auch in Frankreich ansässig und zwar gar nicht so weit weg von Real Debrid, nämlich beide sind im Großraum Paris ansässig und haben auch sehr viele Ähnlichkeiten, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben die jetzt schon mal präventiv die Third-Party-Add-on-Unterstützung eingestellt. Das heißt also, wer mit Streamio oder Kodi All Debrid nutzen will, kann das jetzt auch nicht mehr tun. Ob es von deren Seite jetzt noch weitere Maßnahmen gibt, ist allerdings unbekannt. Man kann das jetzt auf Reddit natürlich verfolgen, wie es da weitergeht. Aber es sieht gerade relativ düster aus für diese beiden günstigen Anbieter wie Real Debrid und All Debrid, zumindest was die Torrent-Funktion angeht. Wie geht es jetzt aber weiter und was bedeutet das genau für dich? Ich denke, dass die Torrent-Funktion aus dem deutschsprachigen Raum gar nicht so eine große Rolle gespielt hat bei den Anbietern. Deshalb wird es dich, wenn du dieses deutsche Video jetzt siehst, wahrscheinlich gar nicht so sehr betreffen. Die Besonderheit dieser Funktion bei All Debrid und Real Debrid war, dass diese Anbieter als Hoster aufgetreten sind, die Dateien also wirklich physisch auf deren Datenträger lagen. Wenn man diese Dienste jetzt für One-Click-Hoster benutzt, dann leiten die ja nur Daten durch und die Dateien liegen bei dem One-Click-Hoster. Das heißt, die Funktionalität und die Rechtslage ist da auch wieder eine ganz andere. Ich will mir jetzt nicht anmaßen, die französische Rechtslage zu kennen, aber ich glaube, es leuchtet ein, dass es ein Unterschied ist, wenn der Nutzer einen Download antriggert von der Datei, die Real Debrid vielleicht noch nie gesehen hat, im Vergleich zu, ich habe die Dateien bei mir auf meinen Servern in Frankreich liegen und liefere die all meinen Usern aus auf Anfrage. Vielleicht kann ja sich auch was Positives daraus entwickeln. Es könnte ja passieren, dass die beiden jetzt das Usenet für sich entdecken, weil da haben sie ja die gleichen Vorteile, wie sie auch hätten bei den One-Click-Hostern. Sie könnten da nur als Durchleiter agieren. Das können sie halt aus dem Torrent-Netzwerk nicht machen. Da müssen die Dinge irgendwo zwischengespeichert werden. Aktuell hat man auch wenig Alternativen. Der einzige Service, der noch so in die Richtung ging, der sowas angeboten hat, war Torbox gewesen. Die sind gerade aber aufgrund des Nutzeransturms komplett überlastet. Natürlich packe ich dir trotzdem mal den Affiliate-Link in die Videobeschreibung. Ja, aber es bleiben einem aktuell nicht viele Optionen, außer mal abzuwarten und zu gucken, wie es weitergeht. Das Ende der Multihoster wird das nicht sein. Das betrifft jetzt hier vor allem zwei französische Multihoster
Und naja, dann gründet man halt einen anderen in einem anderen Land und dann ist dieser schon wieder nicht davon betroffen. Warten wir mal gemeinsam ab, wie es weitergeht, und wenn es da spannende neue Entwicklungen gibt, dann werde ich hier auf dem Kanal drüber informieren. Deshalb aktiviere die Glocke und abonniere diesen Kanal.